Dortmund is een stad met vele gezichten. Ontdek de hippe wijken of dompel jezelf onder in al het groen. Ook op het gebied van gastronomie heeft deze bruisende stad veel te bieden. Dat proef je bijvoorbeeld bij het sterrenrestaurant van deze local. Mijn naam is Dirk Grammann. Ik ben 37 jaar oud en betreibe hier das Grammanns Restaurant und Weinbar in Dortmund. In allererster Linie bin ich Koch, Gastronom. Ich leite ein Unternehmen hier mit Mitarbeitern. Wir haben einen Michelin-Stern. Und ja, das ist sowohl Beruf als auch Freizeit zugleich. Unsere Küche im Restaurant ist eigentlich eine sehr klassisch französische Küche in ihrer Basis. Es ist die volle Konzentration auf das Produkt, die perfekte Qualität, wofür wir auch bereit sind, sehr viele Umwege zu gehen und Geld auszugeben. Und dann so reduziert, aber so perfekt wie möglich auf den Teller zu bringen. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir kochen, in Dortmund deshalb so gut Anklang gefunden hat, weil es klar und authentisch ist. Man erkennt das, was wir tun. Es ist nicht verspielt, es ist nicht kompliziert, aber es hat eine unglaublich starke Aussagekraft. Eigentlich auch wie Dortmund selber. Dortmund ist auch nicht kompliziert. Dortmund ist total geradeaus, Dortmund ist offen und Dortmund ist ehrlich. Und genauso ist auch meine Küche. Der Stern bedeutet für ein Restaurant natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Auch im Um- und im Ausland. Es sind beispielsweise die Niederlande, die durch den Michelin-Stern natürlich auf uns aufmerksam geworden sind. Oder auch Gäste, die aus Süddeutschland kommen. Das Dortmunder U, klar, das ist ein Wahrzeichen für alle Dortmunder. Ich selber bin ja auch in Dortmund geboren und auch aufgewachsen. Das Dortmunder U ist so, ich würde mal sagen, fast so ein bisschen was wie die Stadtfahne, die da so in der City dann oben rüber rausragt, als ehemalige Brauerei. Und was jetzt halt alles gemacht worden ist, ist zu modernisieren mit Gastronomie, mit Kultur, mit Museum ist natürlich schon etwas sehr Tolles. Der Phönixsee in Hörde ist ein künstlich angelegter See. Persönlich finde das sehr schön. Viel Grün und einfach Erholungsfläche auch haben, ne, wo man einfach eine schöne Runde im See joggen kann. Man kann mit dem Fahrrad drumherum fahren. Ja, wer Lust hat, Dortmund zu besuchen oder speziell uns hier in unserem Restaurant zu besuchen und vielleicht in dem Sinne auch einfach zu gucken, dass man daraus eine ein- oder zwei- oder vielleicht auch dreitägige Tagestour macht. Dortmund ein bisschen entdecken, abends gut bei uns essen und dann vielleicht am nächsten Tag Dortmund nochmal weiter zu Ende entdecken. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten oder Dortmund mit Fußball zu kombinieren. Dortmund ist offen, ehrlich und direkt und für jedermann greifbar.